Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing der Vernascht Welt Snackbox. Müsste die Juni-Version sein, glaube ich. Ich habe auf einmal zwei Boxen bekommen, daher mal schauen. Ich mache das Ganze gleich mal auf und wir schauen uns mal an, was darin vorhanden ist. Genau. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. EM 2021. Okay. Das heißt dann wohl aus allen Ländern der EM. Leider bin ich absolut kein Fußballfreak, daher habe ich keine Ahnung, welche Länder alles dabei sind, aber wahrscheinlich die hier auf der Karte, denke ich mal. Unter anderem auch die Schweiz. Mal schauen, lege ich mal beiseite. Dann hier das obligatorische Heft im 2021, Vernaschte Welt Snackbox. Willkommen liebe Naschkatzen, die Snackbox in diesem Monat hat ein ganz besonderes Thema, denn wir besuchen nicht nur ein Land, sondern bereisen mit Hilfe der EM 2021 ganz Europa. Richtig gehört, für euch bleiben wir am Ball, stürmen aufs Feld und erobern die leckersten Süßigkeiten, damit ihr bei jedem Torjubel den passenden Snack an eurer Seitenlinie habt. In diesem Sinne, ole ole! Genieße den Kurztrip in die weite Welt, vernascht die EM 2021. Okay, Gruppe A, Türkei, Italien, Wales, Schweiz. Gruppe B, Dänemark, Finnland, Belgien, Russland. Okay, das sind einfach alle Gruppen vom Fußball aufgeteilt. Ich weiß, ich bin leider etwas zu spät dran mit der Kiste. Leider hatte ich nicht vorher Zeit dafür. Spielplan der EM. Hier gibt es auch noch so etwas. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Zeugs. Genau. Sichere deinen Lieblingssnacks der vergangenen Boxen. Gut. Hätten wir das vorerst. Bevor wir anfangen, wie immer, wird das Thumbnail gemacht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit all dem ganzen leckeren Stuff. Mal schauen, was wir hier in der Box haben. Nesquik Milky. Offenbar ein Schokoriegel. Nesquik Milky. Das Land sieht mir nach Ungarn aus. Kann man hier ganz schwer erkennen. Packen wir den doch mal aus. Okay, ja, das ist jetzt natürlich etwas doof, dass die Kiste länger bei mir rumgelegen ist. Ganze Schokozeug etwas verlaufen. Aber das sind so Nesquik Waffel Schokoriegel. Wer die vorherigen Folgen gesehen hat, weiß, dass ich nicht so ein Waffelfreund bin. Daher ganz okay. Waffeln mit Schokolade umzogen. Nichts Spezielles eigentlich wie jeder andere Schokowaffel-Snack. Daher fällt das Ganze bei mir schon mal durch. Dann haben wir hier Bilar Algrens. Metzmak auf Algrens Bilar. Kloetta. Schwierig zu sagen, aus welchem Land das Ganze ist. Malmö. Aber Türkei steht hier auch drauf. Von daher, keine Ahnung. Das Ganze sieht so aus. Poli.
wo so Schokodrops schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, sind solche kleine Schokoladenbällchen. Okay. Komische Konsistenz. Wie Kaugummi im Mund. Also die Füllung. Und das klebt so richtig an den Zähnen. Finde ich gar nicht gut. Gar nicht gut, nein. Gar nicht gut. Gar nichts für mich. Keine Ahnung, was da drin ist. Werden wir wohl am Schluss erst erfahren. Haben wir noch süßes Zeugs? Ja, haben wir noch. Kit Kat Spring Edition Raspberry Taste. I hate you. Sieht mir aus nach weißer Schokolade. Ne, Kit Kat die Riegel. Aus welchem Land? Die sind lauter Schriftart, würde ich sagen, Russland, wenn Russland zu Europa gehört, ich glaube zumindest, oder irgend so osteuropäisches zumindest. Doch, doch, mal schauen, ob die lecker sind. Wenn ich es aufkriegen würde. Okay. Ja. Wieder. Okay. Riecht schon mal sehr süß. Das Ganze sieht so aus. Weiße KitKat-Dinger mit brauner Schokolade unten. Und Raspberry-Geschmack. So KitKat habe ich eigentlich gerne. Aber das gefällt mir jetzt nicht unbedingt so gut. Finde den Raspberry-Geschmack schon etwas zu süß. Aber von daher, gut. Geht so. Bis jetzt finde ich die Box enttäuschend. Mal schauen, ob sich da noch etwas ändern wird. Maltesers Biscuits. 25% extra. Free. Snap em Grunch em Love em. Wahrscheinlich UK. Das Ganze sieht so aus. Malteser. Sind manchmal ganz lecker. Mal schauen, wie sich. Ja. Gut. Hä? Okay, da die Box leider etwas lange. Wie schon einmal gesagt, bei mir umgestanden ist, sehen die ganzen Dinger hier nicht mehr so appetitlich aus. Auch angelaufen und so, aber ich würde sagen, ich probiere trotzdem mal ein kleines Stück.
sind eigentlich ganz lecker. Aber im Kühlschrank würden sie sich wahrscheinlich besser machen, wenn sie kalt werden. Von daher, ich gehe mal kurz meine Hände waschen. Alter, sehr schokoladig. Schokoladig. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Sorry für die Unterbrechung. Nun geht's weiter, würde ich sagen. Wir haben hier noch 4 Artikel. Dulcesso. Pastelito Releno de Caco. Ich glaube, so etwas Ähnliches hatten wir schon mal in einer anderen Box. Wenn ich mich recht entsinne, sind die Dinge ganz lecker. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, es bestätigt sich auch so. Das ganze Ding sieht so aus. So ein Gebäck mit Schokolade drin. Da kommt die Schokoladenfüllung. Doch, die Dinger sind ganz lecker. Wenigstens ein leckeres Ding bis jetzt. Und dann haben wir hier noch Doritos Bits Honey Barbecue Flavor. Entweder Niederland oder Belgien. Eins von beiden. Denn die Verpackung sieht so aus. Doritos Chips sind eigentlich fast immer lecker und scharf. Mal schauen. Okay, das sind so kleine Chips-Dinger. Barbecue schmeckt man jetzt nicht so raus, finde ich eigentlich gut. Weil ich Barbecue nicht, also Barbecue-Geschmack, nicht so gerne habe. Aber die Dinger sind ganz lecker. Nur ist leider die Verpackung so groß und nur bis hier gefüllt. Also etwas, enttäuschend. Gut. Und dann haben wir hier noch Proper Chips, Sweet Sriracha Chili Lentil Chips. 94 Kilokalorien auf 100 Gramm oder per Packung. 20 Gramm. Aus UK oder Dublin. Eins von beiden. Sieht so aus, das Ganze. Proper Chips mit Chili. Sehen vielversprechend aus. Chili Chips finde ich eigentlich ganz gut. Das Ganze sieht so aus, kleine Chips. Sind irgendwie so luftig, also eine spezielle Konsistenz und haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Nun ja, gut, aber man kann sie zumindest essen. Dann haben wir hier noch ein 7-Up Savor Mojito, Zitronen
Citron World and Mint. Mint, Minze, glaube ich, und Zitronengeschmack. 7-Up. Also, sollte wahrscheinlich etwas ähnlich schmecken wie ein Sprite, schätze ich mal. Und das Ganze kommt aus Frankreich, würde ich sagen. Ja. Produit en français. Okay. Mal schauen. Das letzte Getränk hat mich ja leider auch enttäuscht. Okay. Minze schmeckt man wirklich sehr gut heraus. Schon nur vom Riechen her. Und der Zitronengeschmack kommt auch etwas durch. Ist leicht säuerlich. Ich glaube, wenn es kalt wäre, würde es noch besser schmecken. Und es riecht vor allem nach Minzentee. Finde ich eigentlich noch ganz gut. Doch. Kann man machen. 7-Up. Mojito, Citron, Vert und Mente. Also Minze. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, Mann. Einfach Minze und Zitrone. Gut, das wären dann auch schon alle Artikel. Sorry für die kleine Unterbrechung. Da war wieder mal der Akku der Kamera leer. Tut mir wirklich sehr leid. Wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin von der Box wirklich sehr enttäuscht. Schon jetzt. Hat leider nicht wirklich viele gute Dinge dabei. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das Heft an und würden mal die Produkte anschauen, was alles drin ist und aus welchen Ländern die kommen. Da haben wir zum einen das hier. Dulcesol. Auch Superman braucht mal eine kleine Stärkung. Fluffiges Gebäck mit Schokocreme gefüllt. Delicioso Paulo. Und das kommt jetzt aus welchem Land? Würde mich noch interessieren. Steht hier leider gar nicht dabei. Okay. Finde ich jetzt etwas doof. Hätte ich besser gefunden, wenn es dabei stehen würde. Aber ich schätze mal eben Spanien oder irgend sowas. Okay, eben das hier, diese fluffige Süßgebäcke, kann man eigentlich essen. Die sind ganz okay. Aber jetzt auch nicht so vom Hocker hauend, würde ich sagen. Kann man aber machen. Dann, was hatten wir sonst noch in der Box? Diese hässlichen Poly-Dinger. Polybillar. Polybillar. Oder Cloetta Kekskolat. Keksschokolat. Also. Marshmallows mit Schokoüberzug und einem Hauch Pfefferminze. Kein Wunder, finde ich das nicht lecker. Marshmallows sind nicht so meins. Und vor allem Schokolade mit Marshmallows. Naja. Werde ich wahrscheinlich verschenken. Sonst hätte man auch noch hier diese Kekse dabei gehabt. Entweder das oder das. Und so nach dem Namen der Keksschokolade kommt das Ganze eben aus Schweden. Genau, Schweden. Also Spanien und Schweden bisher. Ich hoffe, das Ganze stimmt.
ohne Gewehr. Genau. Dann hatten wir hier diese Dorito Bits Honey Barbecue Chips. Muss ich jetzt etwas aufpassen, da das Ganze schon offen ist. Geschmacksexplosion und Knuspereffekt. Mais Chips mit Honig Barbecue Flavor. Treat yourself a bit. Die sind wirklich ganz lecker. Auch für Nicht-Barbecue-Liebhaber kann man die ganzen Chips gut essen. Finde ich gut. Ich muss da mal sortieren, was gut ist und was schlecht war. Damit ich weiß, was ich verschenken kann. Dann hatten wir auch noch diese Proper Chips. Diese hier. Diese luftigen Chips mit Sweet Chili. Scharfiges Vergnügen. Süße und würzige Aromen der Sriracha Chili Soße mit feurigem Cayenne-Pfeffer. Proper Snack für jede Situation. Und das Ganze kommt eben, wie gesagt, aus UK. Genau. Made in UK. Proper Corn. Da steht da auch noch etwas von Dublin. Aber es ist aus UK. Und die sind eigentlich ganz okay. Nicht überragend gut, aber ganz okay. Kann man essen. Dann hatten wir hier dieses 7-Up. 7-Up Getränk. 7-Up Mojito Level Up. Alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit Limetten- und Minzgeschmack. Mint to be. Ist ganz lecker. Kalt wäre es bestimmt besser. Erfrischend. Mit diesem Minzgeschmack. Finde ich gut. Und dann hatten wir hier diese Maltese Biscuit-Dinger. Wenn man denkt, leckerer kann es nicht werden. Knuspriger Keks mit Honeycomb-Stückchen und Milchschokolade überzogen. Kommt diese Leckerei um die Ecke. Genau, die sind ja, ganz okay. Kommt auch aus UK. Würde ich sagen, wenn ich nichts anderes finde. Genau, doch. Oder auch wieder Irland. Eins von beidem. Entweder UK oder Irland. Ganz okay kann man machen, muss man aber nicht. Genau, und dann hatten wir noch diesen Nesquik Milk Cream Riegel. Der hier. Quick essen, bevor es jemand anderes tut. Leckerer Kakaokeks mit Milchcreme-Füllung. Da hätte man auch zwei verschiedene Dinge dabei gehabt. Entweder diesen hier. Oder Cheerios Honey. Oh Honey, knusprige Cornflakes mit Honig. Hört sich auch eigentlich ganz okay an. Wie gesagt, ich als nicht wirklich Waffelliebhaber finde diesen Riegel nicht ganz so lecker. Und dann zu guter Letzt noch dieses Kit Kat Spring Edition. Das Teil hier. So. Sonst. Nee. Hä? So. Ja, es ist spielverkehrt, okay. Raspberry is in the air. Weiß- und Milchschokolade mit Himbeergeschmack und knuspriger Waffel. Zum Verlieben. Ja, ist meiner Meinung nach etwas zu süß und auch wieder mit Waffelgeschmack. KitKat eigentlich ganz gut, aber viel zu süß. Von daher auch nicht wirklich überragend gut. Das wären dann auch schon alle Snacks. Wie gesagt, diese Box finde ich jetzt enttäuschend. Ja, einfach enttäuschend, kann ich nicht anders sagen. Tut mir leid. Zwei, drei leckere Dinge hat es dabei. Aber sonst, ja,
erwarte ich eigentlich etwas Besseres. EM 2021. Das erklärt es vielleicht. Gut, dann war es das auch schon wieder für diese Folge von Vernascht die Welt Snackbox. Genau, somit sei gesagt, zu guter Letzt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Rabattcode von 15%. Bei einer ersten Bestellung müsst ihr einfach den Code 2372 eingeben und dann bekommt ihr 15% Rabatt auf die erste Bestellung bei Vernascht die Welt Snackbox. Das Ganze ist ein Affiliate-Code, also bekomme ich auch ein kleines Zückerchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Code benutzt, wenn ihr eure erste Bestellung tätigt. Von daher warte ich gespannt auf die nächste Snackbox, die wahrscheinlich in 1-2 Wochen ankommen sollte. Dann gibt es auch wieder ein Video. Hoffentlich auch etwas früher als bei dieser Box jetzt. Hoffentlich. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Vernascht die Welt Snackbox. Tschüss!